Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Diese Session ist voller Spannung und sie beginnt mit einem schönen Popöchen von Sheherz. Er hechelt schon. So, wir wollen auch gar nicht lange Zeit verlieren und sofort Vollgas geben. Richtig. Für den Part haben wir Folgendes vor. Ich mache mir erstmal ein Scherchen, damit wir hier schwarze Wolle hinbekommen, denn wir wollen uns oben in den... ehemaligen Balkon, so gesehen, einen Fernseher hin klatschen, basteln, wie auch immer. Genau. Dann, Honey? Ja? Moment, das ist... Ich dachte, wir haben Eisen, nicht Eisenerz. Ja, Eisen ist das? Da auch. Echt? Ja, das, diese Blöcke, Eisenbarren. Wo? Ah, jetzt sehe ich sie. Ja, okay. Dann wollen wir machen. Genau, erzähl du weiter, was du vorhast. Zeitgleich werden wir jetzt erstmal schlafen gehen, weil draußen ist dunkel, da können wir nicht viel machen. Ehrlich? Mhm. Gut. Zeitgleich werde ich ein wenig angeln gehen. Mhm. Und jetzt wissen ja eh alle schon, auf welcher Jagd wir sind. Wir wollen ein paar Dschungelkätzchen fangen. Einfach nur so, weil die so knuffig sind. Miau. Ja, das heißt, wir haben auch aus weitester Entfernung schon ein Dschungelbiom gesehen. Wenn ich das so richtig sehe, ist es ein ganzes Stück. Also ich nehme ein bisschen Erde mit und ein Bettchen, damit ich mich da einbauen kann. Gut. Und was ich dann noch machen werde, kommst du mal kurz raus, wir schauen uns das kurz an. Die Weide hier, die erste Weide, werde ich versetzen und rechts neben die Schafweide klatschen. Mhm. Und die dann überdachen, sieht ein bisschen besser aus als dieses offene hier. Gut. Werdet ihr dann sehen, wenn ihr zurückkommt. Danke für die Wolle, Herr Schaf. Aber wir haben nur schwarze Schafe hier, ne? Ja. Das ist auffällig. Da hat es nicht Kaboom gemacht. Oh Gott, auch noch Enderman. Den möchte ich. Ja, komm her, Bitch. Ich meine, komm her, Enderman. Enderman? Ich guck nicht hin. Was war los, Fjodor? Ja, ich wollte gerade den Enderman angreifen, da kam mir ein Creeper entgegen und hat sich gedacht... Hilfe! Was war das? Das Hallo? Ist das Skelett da links von dir. An oh der mein Haut. Gott, was macht der denn da? Verrückt! Hast du ein Schwert dabei wenigstens? Das ihn leider geben? Nein. Ich geb's ihm jetzt mit einer Axt. Nein, ja. Ich verstehe auch nicht, warum die kein Damage macht. Ich meine, du hast sie mit einer Axt. Na, jetzt ist er tot. Ich hätte aber trotzdem gerne was zu futtern. Hast du mir überhaupt noch was gemacht, hm, Frau? Ich glaube, wir haben auch nichts mehr. Ich habe 4 Äpfel noch. Ja, musst du mit leben. Keine Manieren, ey. Du rülpst im Let's Play. Nachdem ich was gegessen habe. Echt, ey, was fällt mir ein, zu rülpsen, nachdem du was gegessen hast? So. Damit habe ich die Wolle für den TV. Den wir hier hinklatschen, Ladies and Gentlemen. Applaus, Applaus bitte an der Stelle. Applaus ab. Na, geht doch. Ja, wir haben uns einfach gedacht, wir müssen ja irgendwie die Räume füllen. Richtig. Das ist einfach so, weil, ja, super leerer Raum, was ist das denn? Apropos leerer Raum. Mhm. Wir haben zwar noch keinen leeren Raum, aber es werden ja nach und nach immer Räume folgen und von daher könnt ihr uns auch gerne Vorschläge unten in die Kommentare posten. Ja. Was wir denn damit machen sollen. Eine Galerie haben wir schon. Ja, einen Vorschlag haben wir immer noch, der ausstehend ist, den Pornokeller. Ach genau, ja gut, aber es ist ein Keller, ne? Da müssen wir uns... Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Mhm. Ich möchte dich nur ungern unterbrechen, aber was hier neben dem Fernsehen... Ja. Mega Spaß. Was hier noch neben dem Fernseher kommt, sind aller Wahrscheinlichkeit nach Bücherregale. Wir haben noch nicht genügend Zuckerrohr, um das zu bewerkstelligen. Das Zuckerrohr, das wir haben, werde ich jetzt anpflanzen, damit wir hier eine kleine Plantage bekommen und dann ist alles supidupi einfach toll. An was haben wir aber vergessen, Honey? Was haben wir denn vergessen, Patrick? Die Treppe zu verlegen, damit das hier mit dem Glas passt. Ach, guck mal. Möchtest du das kurz machen oder soll ich gleich mich daran machen? Ich mache erstmal das Zuckerding da und dann gucken wir mal, wie wir mit der Zeit vorankommen. Also wir haben um 20 nach, na, wir haben 22 angefangen, nur mal so zu kleiner Zeitinfo, zu einer kleinen Zeitinfo. Ich weiß gar nicht, ob du die Uhr bei dir siehst, das spielst du im Vollbild. Mhm. Na gut, dann achte ich da ein wenig drauf. Wir haben keinen Sand mehr? Wir haben keinen Sand mehr? Ein Sand. Wow. Ich hab doch was zu essen. Fuck, ja, das ist auch kacke. Wo ist denn das Zuckerrohr? Wenn du reinkommst... Ich hab's schon, ja. Gut. Ja, dann musst du auf Erde machen. Das geht auch auf Erde. Wächst halt nur nicht so gut. Nee, ich geh dann zur Wüste kurz. Eimer?
haben wir nicht mehr. Dann nimm dir die Eisen. Ja, da musst du mir ein bisschen helfen. Und mal ein V in der Werkbank. Eisenbarren oder Erz? Eisenbarren. Gut. Ein V. Und ein V, genau. Links, Mitte, unten, Mitte. Links, Mitte, unten. Mitte, unten, was? Auch Mitte oder was? Genau, und rechts, Mitte. Also müsste ein V ergeben eigentlich. Gut, ja. V, sagt. Ja, was? Puh. Ja, genau, puh. Ja. So. Was möchtest du sagen? Ich nehme jetzt das Eimerchen. Okay. Und wo soll ich das denn hinsetzen? Da, wo wir es geplant hatten? Ja, mach erstmal, ist ja ganz provisorisch auch. Guten. Schaufel. Holzschaufel. Amateur. Guck mal, jetzt hast du Schaufel und Eimer. Ja, super. Jetzt steht noch hier Steve mit dem Hinweisen. Und Blue. Oh, ich habe mich hier scheinbar bei uns unten durchgegraben. Okay. Dich brauche ich nicht. Und Blue, genau. Nee, der oder die fehlt nicht, was auch immer das ist. War das nicht der und der hatte doch eine Freundin, die war Magenta oder so. Ah, ja, stimmt, ja. Magenta. So, ich schöpfe mal hier Wasser. Schöpfe zu Wasser, ja? Ja. Oh, scheiß Kuh, ey. Hey, das ist immer noch deine Familie, ja. Ne? Aber die drängt mich gerade voll ab, wenn ich hier gemütlich am Angeln bin. Ach ja, hast du nicht schon was? Ja, 5 habe ich schon. Kann sich das Wasser auch mal gleichmäßig verteilen, ey? Nee. Na, das macht's ja nie, das ist ja. Das ist ja der Minecraft Wasser. Wasser, ja, Wasser. Ja, Wasser? Entschuldigung, mal Wasser. Ah, schön. So, ja, dann muss ich jetzt auf Sandtour gehen. Wo ist Mr. Feuerball? Naja, packe ich noch. Oh Scheiße, jetzt bin ich über das Feld gelaufen, aber macht nichts, oder? Seitdem bist du gerannt Update. Oder bist du genommen normal gelaufen? Ja, gerannt. Ja, doch, dann müsste es eigentlich kaputt gehen. Genial. Mal wieder einen genialen Moment hier gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Schiffe wir brauchen. Wie viele Schiffe muss ich denn angeln? Weiß ich nicht. Ist es nicht so, dass einige Kätzchen mehr als einen wollen? Ja, in der Regel, es kommt immer voll drauf an. So, manche wollen 5, manche wollen wirklich nur 1. Ich habe jetzt 6. Ich hätte doch ein Schwert, ich habe alles, aber ich check's irgendwie nicht. Und hinter mir ist Gestöhne. In Wirklichkeit bin ich das, ich angel nämlich gar nicht. Nee, du treibst es mit den Schweinen, ne? Ey, stalke dich. Ich muss gerade voll das Auge auf die scheiß Sonne haben. Ich möchte ungern jetzt halt von hinten so. Ich weiß nicht, was du damit meinst, tut mir leid. Ich auch nicht. Ich hab gedacht, du könntest es mir sagen. Nee, ausgeschlossen. So zuverlässig. Stöhnig. Das erinnert mich ein bisschen an Hey Arnold. Wieso das denn? Ja, da war doch der eine Stalker, der die, in Anführungsstrichen böse immer gestalkt hat. Der hat sie da immer von hinten an sie herangeschlichen und ihr ins Ohr geatmet. Die Helga? Ja, genau. Ah, und dann, ja, stimmt. Und dann hat sie ihm da immer mit der Faust so barsch. Ja, ja, ja. I remember. So, daran erinnert mich irgendwie immer diese Stöhnen. So stöhnig und so. Ich weiß nicht. Erinnert dich auch beim Sex, ne? Ja, klar, da denke ich immer an. Ja. Nee, aber es ist wirklich so. Merkst du, wie so Zeichentrickserien einen geprägt haben? Mhm. Hm. Da haben wir uns letztens noch drüber unterhalten, wie sich diese ganzen Kinderserien ja zum Beispiel auf Super RTL jetzt gewandelt haben. Die sind mittlerweile so schlecht, ne? Richtig, als wir klein waren, da lief um 7:45 immer SpongeBob. Ja. Und davor dann entweder sowas wie Disneys große Pause, Wochenendkids, Kim Possible, Gummibärenbande, Filme oder so. Und heute hast du ja nur diesen Reality-Quatsch, muss ich schon fast sagen. Mit Hotel Zack und Cody, Hannah Montana. Das ist einfach nur völliger Schwachsinn, diese Zeichentrickserien, die es ja auch noch gibt. Ich kann damit überhaupt nichts mehr anfangen. Das ist einfach, ich weiß nicht, das hat überhaupt keinen Inhalt. Das ist nur sinnlose Zeitverschwendung. Immer die damals haben dich noch ein bisschen was geteacht. Natürlich waren sie auch sinnlos. Da brauchen wir uns jetzt nicht so weit unterhalten. Ja. Sie sollten einen ja auch unterhalten. Wenn ich was lernen wollte, habe ich Wow, die Entdeckerzone geguckt oder so. Weil das auch völlig sinnlos war. Aber die haben dich wenigstens noch irgendetwas gelernt, und wenn es nur eine Kleinigkeit war. Ja.
Und wie gesagt, mit Hotel Segonia, so kann ich ja gar nichts an. Ja, da wirst du gelehrt, wie man. Ne? Ja, ach ja. So Ich viel weiß. werden dann dir dabei gebracht. Aber So, die das. Plantage an sich ist fertig. Ja, ich muss jetzt auch gerne nach Hause kommen, der Feuerball verschwindet gleich. Ich habe jetzt genau 10 Fische, ich glaube, damit müsstest du ja wohl 2 Katzen kriegen. Definitiv. Definitiv. Mehr brauchen wir erstmal auch nicht. Zur Not lassen wir so ein bisschen Bunga Bunga machen. Kleines Anspielen. Kleines Anspielung. Kleines Anspiel, aber Fyodor, kleines Anspiel, ich habe ihn gemacht. So, dann legen wir uns kurz nochmal in die Haie, wenn es gleich dunkel wird. Ich Ja. gebe dir schon mal die 10 Fischis. Ja, ich muss dann eh erstmal ein bisschen ablegen, Boah, wenn hier stinkt's ich. nach Fisch, ist ja ekelhaft, ey. Nee, das bist du. Ach, Ich meine, du okay. bist Gamer, du wäschst dich ja nicht. Ja, richtig, das stimmt. Ich werde 5 Wochen nicht mehr gewaschen. Hey. Oh ja, er hätte ich auch erstmal hier hingesetzt, ey. Hast du denn noch Holz für mich eigentlich? Ah, Sowas wie. kaum, kaum. Ja, aber ich geb's dir am nächsten Tag. Komm, pennen. You can only sleep at night. You What? can only sleep at night. You can only sleep at night. Okay, dann schauen wir halt dem Sonnenuntergang zu. Ne, wir schauen Fernseher. Hast du. Ach, wir können die Fenster kurz machen. Ne, wir gucken Fernseher jetzt. Da läuft jetzt hier Hotel Zack und Cody. Ja, ein Grund mehr, die Treppe hier zu machen. Gut. Mach Ah! du und ich sitz hinten dran. Nee, geht nicht, ich habe keine Dingens mehr. Was hast du nichts mehr? Keine. Ich nicht mehr haben. Axt. Keine Angst mehr, Fyodor. Mann, ich nicht mehr haben Axt. Aber wir müssen ja eh hier den hier machen. Das lasse ich jetzt, glaube ich, erstmal so. Kann man ja zur Not immer noch wegmachen. Na, jetzt brauche ich eine Spitzhacke. So, ja, hier komme ich nicht mehr weiter. Da muss er jetzt selber So. schuften. Oh, immer diese Schuftarbeit mit dir. Aber schön machst du die Seitendinger ohne Befehl hier. Ja, Von oh, sorry. Sergeant Patrick. Da wollte ich jetzt gerade das Ding dann wegmachen und Mich dann. schlagen, wolltest du. Ja, da wollte ich gerade dich schlagen und dann habe ich dich geschlagen. Ich weiß auch nicht, was ich da. Weg, geh weg. So, Okay. dann machen wir den hier natürlich auch nochmal kurz weg und machen da einen Pflasterstein hin. Amateur. Zäh. Komm her, Mr. Feuerball ist unten. Ja. Ah. Da liegt er mit seinem Schwert im Bett. Hat wohl Ja. einen besonderen Fetisch. Ja, schwer, ja klar. Spitze Sachen. Ich merk's. Krieg So. ich das als Räusch? Ja, wie kommst du? Warte, ich habe jetzt hier. Ach, das muss genügen, bitteschön. Wie? Nur ein Steak? Was soll denn das? Was soll ich denn mit so wenig Holz? So, ich lege mal den ganzen Scheiß hier ab, bevor ich mich Was, auf was? den ganzen wunderschönen, adretten Mist hier ab. Geht doch. Also Mist ist ein okayes Wort. Ein okayes Wort, ja. Okayes Wort ist das. Merkst du selber, ne? Nope. Nope, merke ich nicht. Sabber, Wirklich sabber, sabber. eher die. Da nehme ich natürlich ein bisschen mit, aber ein Stecky genügt mir da auch. Ja, ein Stecky genügt mir da auch. So, meine Samen verstaue ich kurz neben meinen Eiern. Vergiss dein Bett nicht mitzunehmen. Jo. Mr. Bad, hallo. Glas lege ich auch kurz geschwind ab. Aber die Glasscheibe behalte ich. Nein. Hast du die Stöcke auch immer unter Holz weggehauen? Ja. Alles klar. Und nochmal ein Herr Glas. Herr Glas. Ölele, ölele. Sand kann ich ja auch ablegen. Nochmal Glas. Brot. Mr. Schwert. Mr. Schwert. Mr. Schwert hat Angst. Also, ich weiß nicht, was du daran lustig findest. Also, ich finde ehrlich gesagt nichts daran lustig, Pet. Ich merke schon. Was ist denn jetzt hier unten? So, warte, eines möchte ich noch ablegen, und zwar Mr. Knochen und Mr. Pfeil. Warum ist denn bei dir denn alles ein Mister? Ja, bei dir ist doch auch alles her. Was? Was? Nein, Quatsch. Überhaupt nicht. Honey, machst du was aus, wenn ich mir ein Ja. Eisenschwert mache? Nö, mach doch.
Ja, da musst du mir ein bisschen kurz helfen. Ein Schwert? Mit Barren oder Und Erz? nee, du musst alles mit Barre machen. Erz ist nur zum Okay. Schmelzen da. Gut. Ja. Ja, dann Stickies muss ich holen, fuck. unten ein Sticky und dann darüber zwei Eisenbarren. Bloß ein Sticky. Mal Glück gehabt, der letzte. So, okay, unten Sticky, so weiter. Und dann darüber einfach zwei Eisenbarren. Gut. Ich überlege gerade, reicht eins? Ja, gut. Ja, Ja, du erstmal schon. gehst ja nicht auf große Kampfjagd. Doch, ich kämpfe. Das ist eigentlich mein Hauptziel, wieso ich hier losziehe. Ja, aha. Ich ziehe in den Kampf. Ja. Ja, komm. Ja, komm. Blabber du mal. Slavisch. Hitler, kann das sein? Bretter noch hin. Hast du nämlich gefailt, da war es nicht ordentlich genug. Wo hast du gefehlt? Ja, genau, du hast da gefailt. Wo hast du gefehlt? So, Kinder. Mir fällt gerade auf, wir haben keine Musik an. Nein. Doch mach ich Das ist selbst ja. Musik. Na, aus welcher Videospielserie ist das? Ja, natürlich, The Legend of Zelda. Falsch, das war Super Mario. Ja, stimmt, da habe ich jetzt so. Man, wer kennt's nicht? So, liebe Bauarbeiterfreunde da draußen. Wenn ihr auch denkt, dass das aus Super Mario war, dann schreibt es doch mal in die Kommis. Du bist so Kommi-geil. Ja, aber unsere Bauarbeiterfreunde da draußen auch. Die mögen es doch zu kommentieren. Oder findest du, dass Meinst du? unsere Bauarbeiterfreunde da draußen es nicht mögen? Meinst du nicht, dass sie das nur machen, weil sie Mitleid haben? Ja, okay. Au. Hallo Schwein. Selber. So, kurzer Ruckler, aber ich bin unterwegs, noch geht's mir gut, noch lebe ich, alles in bester Tot. Butter. Noch sehe ich aber nicht das Dschungelbiom, ich sehe dafür aber Wasser und das äußerst seltene Gravel. Also Erde und Bett hast du mit, ja? Vergessen. Hast du denn Wolle noch im Inventar? Im Inventar, nee, aber ich habe hier Schafe. Ja, dann hast du deine Schere noch mit? Ja, und die schere Hast du ich gerade. Holzbretter mit? Wieso sollte ich Holzbretter mit haben? Ja, weil sonst kannst du kein Bett machen. Ich habe ein Bett. Das war Ach, bloß ein das. Scherz. Ach so. Ach, mach mir doch nicht so eine Angst. Trotzdem schere ich hier die Schafe, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe. Ja, das stimmt. Das ist eine vortreffliche Idee. Und ich sehe, by the way, immer noch nicht den Dschungel. Er ist genau vor mir. Ja, dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß jetzt bei der Suche. Kätzchen! Kätzchen! Aber erstmal wieder Mr. Schaf scheren. Du auch, Mr. Schaf. Schon wieder Mister. Sind wir denn hier, So, da das jetzt unter Umständen nicht allzu spannend sein wird, kann, wie auch immer, oder auch lange dauern kann, habe ich mir gedacht, erzählen wir ein bisschen so Off-Topic-Quatsch. Was sagst denn so du zu der Tatsache, dass THQ wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr überleben wird? Denkst du, die machen es noch oder das war's? ach. Ich frage mich generell, was ich für Spiele von THQ habe. Zum Beispiel jetzt außer WWE 12, was habe ich denn da noch? Ich hatte Was? damals irgendwie SpongeBob, die haben auch die Spiele gemacht. Ja, das, genau, das wissen wir, aber sonst hatte ich da jetzt nichts von. Also Ich ich auch habe nicht. jetzt, ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass sie vielleicht jetzt nicht mal ein Genre sind oder so. Aber wenn die nichts für mich produzieren, ist es ja schon fast egal. Ja, ist ja wirklich so. Also Ja. wenn sie ja nichts produzieren, was ich als Konsument jetzt letztendlich kaufe. Tja, dann ist ja die Pleite irgendwie naheliegend, oder? Richtig. Also scheinbar haben die da irgendwie verpasst, irgendwelche guten Spiele in den letzten Jahren hinzuzaubern. Ich frage mich, weil die Pleite scheint für August festzustehen. Was denn mit dem Release von WWE 13 dann wird? Da muss ich die WWE auch einen neuen Publisher suchen und ob da jemand so einfach zu finden sein wird, ist auch wieder die Frage. Hallo, jeder möchte WWE 12 ja wohl Ja. hosten. Das dachte unser Vinnie McMahon auch, als hier der Vertrag mit Spike ausgelaufen ist. Da dachte er, 10.000 Sender wollen Raw übertragen und da kam nur USA. Lass ihn halt. Nee, mal gucken. Also ich lass mich da ja mal überraschen.